Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, und wir haben gedacht, wir hätten es im Griff. Wir haben wirklich geglaubt, dass wir ziemlich glimpflich davonkommen werden. Aber nun sind wir heute wieder hier, diskutieren neue, weitreichendere Maßnahmen für ein komplettes Herunterfahren unseres Lebens. Schließung des Einzelhandels, Aufhebung der Präsenzpflicht an den Schulen, Tests in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern, weniger Kontakte, keine Gaststättenbesuche, keine Konzerte, kein Theater, kein Kino, kein öffentliches Leben. Das alles tut weh. Niemanden aus den Fraktionen der Vernünftigen fällt auch nur eine einzige Einschränkung leicht. Eigentlich wollten wir in einer Sondersitzung Lockerungen verkünden, wir wollten wieder mehr Leben zulassen. Aber was machen wir stattdessen? Wir würgen große Teile des Lebens ab. In den ersten beiden Novemberwochen habe ich wirklich geglaubt, dass der sogenannte Teil-Lockdown erfolgreich sein würde. Aber nach den 14 Tagen war klar, wir haben Corona nicht so im Griff wie im Frühjahr. Corona hat uns im Griff. Deshalb muss auch die Frage diskutiert werden, ob diese neuen Beschränkungen zu spät kommen. Was nützen sie jetzt noch? Heute hü, morgen hot. Hätte man früher handeln müssen? Ja, hätte man. Hätte man, wenn wir gewusst hätten, dass Wissenschaftler auch mal irren? Hätte man, wenn unsere Hoffnungen kleiner gewesen wären und wenn wir nicht aus dem Frühjahr die Erfahrung gemacht hätten, wie grauenvoll ein Lockdown ist? Wir wissen, dass der erste Lockdown vieles niedergewalzt hat. Deshalb haben wir alles versucht, damit sich diese Dramatik nicht wiederholt. Sehr geehrte Damen und Herren, seien wir mal ehrlich. Im März haben wir doch nur so schnell und auch konsequent gehandelt, weil wir nicht von dem Ausmaß gewusst haben, dass Corona Familien kaputt macht und Existenzen zerstört. Wir haben nicht vermutet, dass das Virus so hartnäckig, heimtückisch und unberechenbar ist. Wir haben nicht geahnt, dass Corona Strukturen, Kontakte und liebgewonnene Alltäglichkeiten auslöscht. All diese Erfahrungen haben dazu beigetragen, jetzt eben zögerlicher, vorsichtiger und behutsamer zu handeln. Und das ist nun auch wieder nicht richtig. Nun haben wir nur noch die Wahl, unser Leben rigoros einzuschränken, bevor es uns komplett einschränkt und uns lahmlegt. Noch haben wir den Hauch einer Chance zu reagieren, obwohl uns das Virus treibt und jagt. Es ist ein Wettlauf, bei dem wir unseren Vorsprung verloren haben. Der November-Lockdown hat kaum Wirkung gezeigt, weil er die Kontakte nicht wirkungsvoll eingedämmt hat. Denn statt in den Gaststätten trafen sich die Menschen in den Möbelhäusern, statt in den Kinos saß man in den Bussen und Bahnen dicht nebeneinander und statt auf dem Weihnachtsmarkt begegnete man sich im Supermarkt. Sehr geehrte Damen und Herren, bei allen Maßnahmen, die wir uns mit Vernunft oder für die wir uns mit Vernunft, aber schweren Herzens entscheiden, dürfen sich die Fehler des ersten Lockdowns nicht wiederholen. Denn im Frühjahr waren eben nicht mehr alle Kinder und Jugendlichen gleich, sondern sie wurden nach den Berufen ihrer Eltern unterschieden, eingeteilt in Kinder mit systemrelevanten Eltern und Kindern ohne systemrelevante Eltern. Das war falsch. Alle Kinder und Jugendlichen sind gleich und deshalb müssen sie den gleichen Zugang zur Bildung, Erziehung und Förderung haben. Die Aufhebung der Präsenzpflicht ist sehr, sehr gewagt. Sie suggeriert Freiwilligkeit, wo es keine geben sollte und keine geben dürfte. Das ist nicht richtig, aber wahrscheinlich notwendig. Im Frühjahr
wurden die Eltern zu Lehrkräften. Sie mussten ihre Kinder unterrichten, weitgehend allein gelassen und ohne die fachlichen und technischen Voraussetzungen. Auch das war falsch. Eltern müssen Eltern sein und keine Hobbypädagogen. Deshalb darf der Distanzunterricht nur eine kurzzeitige Ausnahme sein. Kinder und Jugendliche haben in Deutschland eine Schulpflicht. Diese Pflicht ist an einen Ort gebunden, das ist die Schule und nicht das Zuhause. Eltern können und dürfen genauso wenig die Aufgaben von Lehrkräften übernehmen, wie die Lehrer die Aufgaben der Eltern. Vielmehr muss es uns doch darum gehen, endlich in den Schulen alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, um die Kinder und Jugendlichen auch dort zu unterrichten. Beim ersten Lockdown wurden die Familien, die große Probleme hatten, sich selbst überlassen, obwohl sie Unterstützung und Hilfe des Staates benötigten. Das war falsch. Diese Eltern kamen logischerweise nicht allein zurecht. Wie denn auch? Wenn man Hilfe benötigt, benötigt man sie immer und gerade doch in einer Krise. Im März schotteten wir die Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime ab. Den Älteren und Kranken wurden Kontakte untersagt. Das war falsch. Schutz statt Abschottung muss die Richtung sein, die wir bei diesem Lockdown einschlagen, denn wir wissen, wie nötig soziale Kontakte für ein menschenwürdiges Leben sind. All diese Fehler dürfen nicht noch einmal passieren. Und deshalb ist es so wichtig, die Kindergärten und Schulen eben nicht zu schließen, Unterstützungsmaßnahmen nicht zu verhindern, Kontakte in Pflegeheimen und Krankenhäusern zuzulassen. Sehr geehrte Damen und Herren, das hier ist keine Welle, die auf uns zuschwappt. Das ist eine regelrechte Flut, die uns wirklich zu überschwemmen droht. Und deshalb brauchen wir einen Damm aus Maßnahmen, der uns schützt. Niemand von uns Vernünftigen schließt gerne Gaststätten, Läden, Theater und Kinos. Auch wenn die AfD-Fraktion dies gerne beschwört. Ich frage mich wirklich, auch wenn ich Ihren heutigen Antrag sehe, ob die Herren der AfD auch nur ein einziges Mal nachdenken, bevor sie ihre Theorien in die Welt schmettern. Ihr Antrag zeigt, dass Sie eben nicht nachgedacht haben oder aber, dass Sie sich auch ganz doll angestrengt haben mögen, aber es zu nichts geführt hat. Ihr Vorhaben verkleistert den Menschen Augen und Hirn. Ganz Mecklenburg-Vorpommern ist ein Infektionsherd und nicht nur einige Gegenden. Der erste Punkt Ihres Antrages widerspricht den beiden folgenden Punkten, genauso wie Sie sich ständig widersprechen. Herr Kramer, Sie stellten sich hier vor wenigen Wochen hin und beteten die Leier von Freiheit statt Zwang vor. Durch Ihre verharmlosenden und die Tatsachen negierenden Einstellungen haben auch Sie dazu beigetragen, dass sich die Menschen weniger an die Auflagen gehalten haben und dadurch sich und andere weniger geschützt haben. Sie sagten, dass Sie glauben, dass sich die Bürgerinnen und Bürger von ganz alleine an die Regeln halten. Man müsse das nicht kontrollieren und schon gar nicht sanktionieren. Sie sagten das, Sie, dessen Kollegen weder im Fahrstuhl noch in den Fluren des Bürogebäudes in der Puschkinstraße Masken tragen. Sie, dessen Mitarbeiter dämliche Bemerkungen machen, wenn man sie an die Pflicht des Schutzes erinnert. Ich kann das auch in einem weihnachtlichen Bild zeichnen. Man hat den Anschein, dass Ihre Mitstreiter nicht alle Nadeln an der Tanne haben. Und Herr Kramer, nun, wo Sie merken, dass es Corona tatsächlich gibt, jammern Sie uns im Nordkurier die Ohren voll. Das ist unglaubwürdig. Solange Sie sich nicht von den Verirrten aus Ihrer Fraktion lösen, solange weinen Sie nur Krokodilstränen. Sie schwenken nicht um,
Sie marschieren weiter im Gleichschritt Ihrer Fraktion. Sehr geehrte Damen und Herren, alle Maßnahmen, alle Einschränkungen und alle Verbote dienen unserer Gesundheit. Wir wollen nicht zulassen, dass Menschen erkranken, dass sie nicht behandelt werden können, wenn sie sich infiziert haben. Wir tun nun alles, um Krankenhäuser so auszustatten, dass sie in der Lage sind, Erkrankte zu behandeln. Und es fallen keine Bemerkungen wie, das können wir uns nicht leisten, das ist zu teuer, die Behandlung eines Corona-Erkrankten sprudelt nicht genug Einnahmen in die Kassen der Krankenhausbetreiber. Niemand droht mit Schließung von Krankenhäusern oder Stationen. Warum ist das jetzt alles möglich? Warum muss eine Pandemie zu dieser Erkenntnis führen? Warum nicht der Menschenverstand? Wir müssen daraus lernen, sehr geehrte Damen und Herren. Und darum ist es wichtig, dass alles, was wir jetzt tun, nicht nur für den Moment gelten darf. Wir müssen immer unsere Gesundheit ernst nehmen, nicht nur, wenn die Gefahr so erschreckend nah ist. Deshalb brauchen wir erstens eine Pandemiestrategie. Zweitens brauchen wir mehr Altenpfleger, mehr Krankenpfleger, mehr Personal, und zwar dauerhaft und nicht nur für den Moment. Und drittens brauchen wir Vorräte in medizinischer Ausrüstung an Schutzmaterialien und Schutzkleidung in den Krankenhäusern. Alles in allem braucht unser Land eine Gesundheitsoffensive. Für mehr medizinisches Fachpersonal, für anständige Arbeitsbedingungen, für Krankenhäuser, die in öffentliche Hand gehören. Das medizinische Personal und die Pflegekräfte verdienen bessere Löhne. Das Klatschen muss in bare Münze umgewandelt werden. Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner und ganz besonders liebe Kinder, niemand von uns hat es sich leicht gemacht, ihr und euer Leben einzuschränken. Es tut uns weh, gerade auch in einer Zeit, in der eigentlich so viel Schönes auf uns warten sollte. Zusammensein in der Familie mit Oma und Opa, mit den Tanten, mit den Onkeln, mit einer Besinnlichkeit und Nähe. Wir nehmen nichts auf die leichte Schulter und genau darum bitten wir Sie und bitten wir euch. Achten Sie aufeinander, passt auf euch auf, damit wir uns gemeinsam auf ein neues, ein besseres, auf ein gesundes Jahr freuen.